Hallo, wir fangen wieder an. Da wir halt vielleicht ein bisschen später dann aufhören werden, will ich mich da noch relativ kurz aufhalten, damit beschäftigen mit der Einführung. Also willkommen zum zweiten Programm. Jetzt kommen wir tatsächlich in der Materie vollkommen rein und beschäftigen uns halt nur mit Duoskin. Duoskins Filme sind oft als obszön von manchen Kritikern verstanden worden. Zum Beispiel Times 4, der morgen um 18 Uhr läuft, war eigentlich in Edinburgh geplant, aber wurde dann letztendlich bei der letzten Minute, eigentlich kurz vor Vorstellung, doch dann abgebrochen und nicht mehr gezeigt. Andere sahen in ihm einen Voyeurist. Das ist eigentlich Thema, das fast ein bisschen lustig ist, wenn man die Literatur liest, weil für die einen ist er ein Voyeurist, für den Artikel kurz später in der Monographie ist er dann überhaupt keiner und man müsste es unbedingt unterscheiden. Und aber viele bleiben beim Thema Sexualität oder Erotik so ungefähr stehen und die restlichen von ihm verarbeiteten Fragestellungen entdeckt zu haben oder zu wollen. Und da habe ich auch einen schönen Zitat von Laura Mulvey von 1995, die halt Folgendes über Trying to Kiss the Moon, auch in Film von Duskin, schreibt: "For me, watching this film was also a journey into the past. Steve Duskin and I were neighbors and fellow filmmakers at a Spanish film festival at the time of Franco's death. And the streets and rooms and scenes that appear on screen bring back to my mind incidents, anecdotes, people, and associated memories. But strangest of all was to see myself appear for a second, to say quite calmly, with Steve, everything returns to sexuality. I no longer think this is so." Und ich muss sagen, ich freue mich auch, dass die Laura Mulvey nicht mehr denkt, dass bei Steve Duskin alles nur um Sexualität geht. Das halte ich eigentlich für eine Vereinfachung und weil eigentlich viel, viel mehr noch dahinter steckt, auch in den zwei Filmen, die wir jetzt sehen werden. Und diesen Eindruck von Voyeurismus, den man immer wieder trifft, bei allen möglichen Aufsätzen zu Steve Duskin, entweder ins Negative, inwieweit er keins ist oder inwieweit er gerade eins ist, kommt sehr wahrscheinlich von seiner Arbeit mit der Kamera. Der hat oft diese Arbeit mit der Kamera als Dialog bezeichnet. Im Zitat, den Sie im Trailer sehen konnten, hat man auch gesehen, wie er die Kamera als Verlängerung von sich selbst und von seinen Augen eigentlich gesehen hat. Und mit der Kamera hat er dann versucht, einen direkten Kontakt zur Darstellerin zu ermöglichen und dass die Darstellerin durch die Kamera dann darauf antwortet. Und dadurch entsteht auch ein ungewöhnlichen Spiel zu dritt sozusagen, also zwischen Duskin hinter der Kamera und die Darstellerin und auch mit die Kamera selbst, weil die Kamera wird manchmal fast so eine Art Mitdarsteller. Die Filme von Duskin haben auch generell, also viele von denen eigentlich sehr wenig Erzählung, sehr wenig Geschichten, aber auch wenig Dialoge, aber dafür eine sehr sinnliche Atmosphäre. Das haben wir auch im Dirty, den wir gerade vorgeführt haben, auch gemerkt. Und der erste Film dieses Programms, also der Trixie genannt ist, bringt eigentlich alles ins Extrem zusammen, sozusagen. Da sind keine Dialoge, keine Geschichte, eine sehr, sehr sinnliche Atmosphäre und eigentlich wieder dieses extreme Spiel zu dritt zwischen Duskin, Trixie und die Kamera. Und dieses Extrem ist eigentlich eine Frau zu danken, die beide Werke dieses Abends zusammenbringt. Und diese Frau ist Beatrice Cordula Schönherr, auch Trixie genannt. Und laut Erzählung von Duskin und Interviews mit ihm war er seit seiner ersten Begegnung mit Trixie eigentlich sehr, sehr stark von ihr beeindruckt, von ihrer Schönheit und besonders von ihrer körperlichen Kraft. Und für ihn bleibt sie eigentlich immer eine Referenz von Freiheit vor der Kamera, die sie darstellt. Und deswegen freue ich mich sehr besonders, dass sie heute Abend bei uns ist. Stimme bitte auf, dass wir dich alles sehen. Genau. Und nach diesen zwei Filmen werden dann Trixie und ich ein kleines Gespräch führen. Ich wollte halt nicht zu viel mit Trixie vorher besprechen, nicht, dass wir dann irgendetwas spoilern, dass ihnen halt, was sie sehen, dann sozusagen schon alles erzählt wird. Genau. Zu Trixie, also Trixie und The Sun and the Moon sind Filme, die eigentlich
38 Jahre voneinander entfernt sind. Und der erste Trixie ist eigentlich 2 Wochen nach den ersten Treffen zwischen Dworskin und Trixie schon entstanden. Und da sieht man wirklich auch dieses Trio sozusagen, diese Begegnung zwischen Trixie, Dworskin und die Kamera und inwieweit diese Kamera extrem aktiv auch mitspielt. Und laut Dworskin könnte man auch diesen Film verstehen als eine Art Dokumentarfilm, inwieweit Dworskin und Trixie sich während diesem Film ineinander sich verliebt haben. Um die romantische kleine Geschichte. bei The Sun and the Moon, da hat man halt nicht ein bei Dworskin ziemlich üblichen Trio, also dieses Duo eher zwischen ihnen und die Darstellerin, sondern hat man auch in The Sun and the Moon diesmal 2 Frauen von auch 2 verschiedene Generationen, auch Trixie und dann eine andere Frau, Helga Vrettmann. Und dann dazu ist es auch ein der wenigen Filme, wo man Dworskin auch als Figur auf eine gewisse Weise sieht. Der ist da aber sehr geschwächt und auch ziemlich krank. Und alle Einstellungen finden eigentlich in einem geschlossenen, dunklen und inneren Raum. Das ist der Raum bei Dworskin, ist je nachdem, wie er sich fühlt, immer beengter eigentlich innerhalb seiner Filmografie. Und das merkt man in The Sun and the Moon auch sehr gut. Und was auch in diesem Film speziell ist oder vielleicht ein bisschen neu, ist, dass Dworskin auch sehr viel sich in diesem Film offenbart. Oft bleibt er hinter der Kamera, wenn er auch vor der Kamera ist, ist es halt eher in ganz kleinen Sequenzen. Aber da ist er wirklich ein Hauptteil dieses Films und man sieht ihn auch sehr, sehr oft. Und dadurch hat er auch nicht den Film selber gedreht. Der wurde halt von Maggie Jennings gedreht, die halt eine sehr, sehr große Freiheit hat. Also der Dworskin, Steve Dworskin, hat ihr eigentlich nur erklärt, was das Gesamtkonzept ist. Und die konnte sozusagen dann frei wählen, wie sie das Ganze dann aufnimmt. Genau, und wenn sie dann noch Energie haben, das ganze Programm dauert 90 Minuten, freue ich mich natürlich sehr, wenn sie bleiben und mit Trixie reden. Also sie können natürlich alle auch Fragen stellen, das ist überhaupt keine geschlossene Diskussion. Gut, dann erstmal viel Spaß und dann bis nachher. Dann herzlich willkommen, Trixie. Ich freue mich sehr, dass du in Frankfurt sein kannst. Wir müssen in der Mitte bleiben, weil wir halt aufgenommen sind. 50 Jahre später. Genau, 50 Jahre später. Ich verteile nur das Mikro für unsere Zuschauerdiskussion. Also, wenn es soweit genau. Erstmal, Trixie, wie hast du überhaupt, kannst dich da hinsetzen, wenn du willst. Ja, da macht ja nichts. Wie bist du überhaupt auf Dworskin gekommen? Wie hast du ihn überhaupt Mein kennengelernt? Mann ist Filmemacher, Ludwig Schönherr. Und wir waren in London. Ich bin vom Ballett. Ich habe mein Leben lang Ballett gemacht, war auch erste Solistin bei John Neumeier und tanze eigentlich immer noch ein bisschen. Und wir waren in London zum Training. In den Ferien habe ich immer da trainiert und da war der Bruder meines Mannes mit, der auch Filmemacher ist. Und der hat gesagt, ich kenne Dworskin aus Knocke und ich kann vielleicht bei ihm wohnen. Ich kann es selber halten. Und dann sind wir da hingefahren in die Ladbroke Grove und sind da angekommen und der Steve mochte den überhaupt nicht, den Bruder meines Mannes. Fand er, war sich so angebiedert, er wollte auch nicht, dass er da wohnt. Aber er hat sich gleich mit mir angefreundet. Er hat mir gleich, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Yvonne Rainer als Filmerin, aber die war ja eine berühmte Choreografin auch und er hat mir gleich so Probenfilme gezeigt von Yvonne Rainer, die er früh gemacht hatte und ich mochte Steve sehr gerne gleich. Mein Mann mochte ihn auch sehr gern. Und dann hat, glaube ich, mein Mann gleich zu ihm gesagt, mach doch mal was mit Trixie. Ich hatte schon einige Arbeiten gemacht, experimenteller Art in Frankfurt. Ich habe damals in Frankfurt getanzt, an den städtischen Bühnen. Und dann sagte der Steve, ja, okay, dann machen wir was. Ich kann nicht mehr ganz genau sagen, wie es dazu gekommen ist, dann letztlich, wann wir uns. Aber es war ein paar Tage später, dass wir uns getroffen haben. Also er holte mich ab und er sagte, wir fahren jetzt in ein Haus in, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Es war eine wunderbare alte Villa. Und zwar hat das Living Theater da vorher gehaust. Sie war völlig leer, die Villa. Und überall an den Wänden waren riesige Buchstaben gemalt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es auch irgendwelche Worte waren, aber die Living Theater hatte da ziemlich gelebt. Und es war aber völlig leer. Und ich hatte auch eine ziemliche Angst. Ich hatte mich hübsch gemacht. Ich hatte die Twiggy-Augen. Das war damals Mode in London, Zwinging London.
Und ich wusste auch nicht so ganz genau, was der Steve nun machen wollte. Aber ich war ja gewohnt irgendwie, dass man, beim Ballett ist ja auch so, da wird immer irgendwas gefordert von einem. Ich war schon gewohnt, dass jemand was, dass ich was abliefern musste, dass ich was machen musste mit mir. Ich wusste noch nicht was. Und dann sagte der Steve, ja, er wäre jemand, der also gerne, was er auch getan hat, die Kamera subjektiv, also dass der Zuschauer als subjektiver Betrachter war, nicht als objektiver Betrachter, sondern eigentlich einbezogen war in das Geschehen. Und er wollte, dass ich die Kamera verführe. Weiß der Teufel, was das war für mich. Ich weiß gar nicht, ich war überhaupt kein Verführertyp, hatte auch noch nie einen Orgasmus gehabt, obwohl ich verheiratet war und auch glücklich eigentlich war. Aber so richtig hatte ich das alles noch nicht begriffen. Und ich musste, also man, Dworkin hat eigentlich einen immer in ein ziemliches Dilemma gebracht, wenn man mit ihm gefilmt hat. Er hat einem nie genau gesagt, was er wollte, was natürlich gut war. Da kam man auf einen, man kam in eine Verzweiflung, weil man nie genau wusste, was mache ich jetzt mit mir. Er ließ alles offen und in diesem Haus auf. Er ließ alles offen. Er sagte, jetzt fangen wir mal an. Ich wusste ja auch nicht, ob der Mann überhaupt stehen konnte. Er konnte ja kaum auf seinen Krücken stehen. Ich wusste auch nicht, ob er irgendwie in die Knie gehen konnte. Ich wusste gar nichts von ihm. Ich wusste nur, dass er unglaublich reizvoll war. Er war russischer Jude. Er sah wahnsinnig schön aus und er war auch eine wunderbare Stimme. Ich war so total, fand ihn toll eigentlich. Und ja, und dann haben wir so angefangen und ich weiß noch, tief im Inneren habe ich immer gedacht, ich muss doch jetzt was abliefern. Ich muss irgendwas machen mit mir. Und ich wusste nicht was. Und das sieht man ja auch in dem Film. Es war auch nicht gespielt. Ich wusste gar nicht, was der Mann wollte. Er war auch so reizvoll. Und ich wusste gar nicht, was die ganze Situation, was ich jetzt. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt ziehe ich mich erstmal aus. Weil ich hatte mich schon in einigen Filmen ausgezogen. Ich war schon, bei uns hatte schon Otto Miehl übernachtet in Frankfurt und ich hatte schon also Erfahrungen mit gewissen Härten des Berufs, außerhalb des Balletts. Und habe gedacht, jetzt mache ich das erstmal, das ist ja irgendwie gut. Und dann habe ich mich aber wieder angezogen, weil ich merkte, das war auch nicht so das Richtige. Und dann hat sich das entwickelt. Wir haben also innerhalb von 8 Stunden diesen Film gedreht und es war, ich kann gar nicht ganz genau sagen, wie es war, aber ich habe dann mich, ja, ich habe mich einfach hingegeben. Es war dann wirklich so überzeugend. Und der Steve hat immer gesagt, ich kann ganz nah an dich rankommen. Ich habe eine ganz einfache Linse, die ist nur aus Glas. Und ich kann sehr nah an dich rankommen, was er ja auch tut. Aber ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was dann passiert ist, weil ich habe mich total in den Mann verliebt. Und bin am frühen Morgen dann zu meinem Mann nach Hause gekommen, in ein Haus, wo ich immer wohnte in London. Ein englischer Ballettwissenschaftler, ein super Typ, da konnte ich wohnen. Und meinem stich dann in mein Bett und war völlig durcheinander. Und habe auch dann meine Ehe, ich war 2 Jahre getrennt von meinem Mann, mit dem bin ich jetzt aber jetzt wieder seit 40 Jahren zusammen, was auch richtig war. Aber ich muss sagen, dieses Kennenlernen von so einem Mann wie Steve Dworkin ist für jede Frau ungewöhnlich. Ich habe das auch gewusst, weil wir waren dann 2 Jahre sozusagen zusammen, er war eigentlich unmöglich, man machte immer alles falsch bei ihm. Man war dann eben nicht mehr in dieser wunderbaren Lage, bewundert zu werden, aber er war trotzdem hinreißend. Und er hat mich dann auch verlassen. Ich habe ja meine allerbeste Freundin Carola Renier zu ihm geschickt, weil die war Schauspielerin. Die sehen wir morgen in Ja, 100. wunderbar. Ich bin mit ihr, mein Leben, bis sie gestorben ist, habe ich eine ganz enge Freundschaft, obwohl die mich furchtbar geärgert hat, weil sie mich total betrogen haben, sofort. Und zwar wirklich hinterrücks. Aber sie war wunderbar. Sie war ja die Tochter von Charles Renier, dem Schauspieler, und die Enkelin von Wedekind. Und sie hatte einen Background, was für Steve, der ja nicht dumm war und clever auch, wusste, dass er sehr viel mit damit anfangen konnte. Sie war nicht Tänzerin, sie war Schauspielerin und hinreißend auch irgendwo. Und dann haben sie mich natürlich total links liegen gelassen. Aber ich habe nie locker gelassen. Ich habe immer weiter mit Steve Kontakt behalten und immer bin ich wieder aufgetaucht in seinen Filmen und in seiner Biografie eigentlich auch. Bis zuletzt. Wir waren ganz eng befreundet. Er war ein ungewöhnlicher Mann, weil er konnte wirklich Frauen verstehen. Er konnte eigentlich im Leben mit Frauen nicht umgehen, weil das ging irgendwie nicht. Er hat sich auch immer entschuldigt später. Aber er hat, wenn man irgendwie künstlerische Probleme hatte oder was machen wollte, ich wollte einmal ein Stück machen, wo ich auf der Bühne onaniert habe. Das hab ich auch nachher gemacht in Berlin. Da bin ich zu ihm gefahren und dann haben wir das ausprobiert und dann hat er einen Film gemacht, Three Night Pieces. Und ein Teil davon ist eben diese Onaniersache. Und da hat er gesagt, das kannst du ruhig machen, das ist völlig legitim, das ist auch ernsthaft. Also man konnte mit ihm wahnsinnig gut, er war ein richtiger Lehrer auch. Und hinreißend einfach, das kann ich immer nur wieder sagen. Man sieht das hier nicht, der ist ja schon wie ein Tier eigentlich, aber früher als junger Mann war er eigentlich hinreißend, trotz seiner Kinderlähmung. Und eigentlich hat jede Frau verführen können, eigentlich, die er wollte. Das war schon ungewöhnlich.
Das hast du schon so viel erzählt, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Ja. Naja, es geht ja in diesem zweiten Film geht es ja um die Helga Wredmann. Und das ist ein ungewöhnliches Mädchen. Helga Wredmann, die Blondine. Ich habe gerade noch mit ihr gesprochen, habe gesagt, meinst du, ich sollte fahren? Ja, du machst das schon richtig, was du sagst. Ich habe dem Steve immer mal... Ich bin dankbar, dass du kommst. Naja, ich habe dem Steve immer wieder Frauen gebracht. Ich bin ja auch professionell und ich wollte ja auch, dass er weiterkommt. Und es war dann manchmal nicht immer ganz einfach für ihn, Frauen zu finden, weil er war auch gefesselt am Schluss an den Rollstuhl und er konnte sich nicht mehr so bewegen. Und dann habe ich die Helga gebracht, die ist die Tochter eines schwedischen Künstlers und sie selber ist eine richtige Balletttänzerin ausgebildet in Stockholm und hat dann aber im zeitgenössischen Tanz in Berlin also getanzt. Hat sich einfach auch, und ich habe sie kennengelernt bei einer Produktion und habe gemerkt, wir mochten uns sehr gern und habe dann gedacht, das ginge mit ihr, weil sie ist, hat mir vertraut, sie hatte keine Angst, dass da irgendwas passiert, was nicht gut ist für sie. Und sie ist ein Mädchen, die sehr selten, die sehr jung und sehr offen war für Dinge. Und er hat gleich gemerkt, dem Dorskin, das muss ich jetzt machen mit dem. Das war nicht einfach für sie, er kannte sie nicht. Und er sich, dieser schwere, nackte Körper und diese ungewöhnliche, das war für ein junges Mädchen, ist das nicht ganz einfach. Und sie hat, ich finde, sie hat das wunderbar gemacht, weil sie hat sich, sie ist sogar noch ein oder zweimal alleine hingefahren und hat noch Filme also Szenen nachgedreht, ohne mich. Und das finde ich schon ungewöhnlich. Denn das gibt, also in so einer Situation ist es schwierig für eine junge Frau. Und es ging ja um Beauty and the Beast. Es ging schon um eine gewisse Annäherung auch an den. Und das tut sie ja auch. Also ich muss sagen, das finde ich ganz toll. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte in ihrem Alter. Die ist jung. Jetzt ist sie Standfrau inzwischen. Sie macht Stunts. Aber auch Filme immer noch. Aber du hast gesagt, du hattest auch eine Zeit, wo ihr dann weniger nah wart mit Dorskin. Also man sieht dich halt immer wieder in sehr, sehr viele Filme, auch in Pain Is, den wir auch morgen um 22.30 Uhr zeigen werden, ein bisschen überall. Aber wir sind dir wieder zu einem richtigen gemeinsamen Projekt, also wo es halt mehr als ich war schon da und jetzt erzähle ich was zum Film, sondern wirklich so Hertha dann mitnehmen und dann Helga mitnehmen und dann wirklich auch Teil des Films als richtige Figur zu sein. Wie seid ihr wieder dazu gekommen? Es gibt einen Film, wo ich irgendwie ganz furchtbar lange weine. Das ist ziemlich schön, erinnere ich. Aber das ist nicht in diesem, ich weiß nicht, in welchem Film. Ich habe immer wieder was gemacht. Aber der Steve war natürlich darauf aus, andere und junge Mädchen zu haben, was ich auch verstehe. Als war einfach so. Aber wir haben uns nie ganz getrennt voneinander. Ich habe nur dann, als ich hier aus Frankfurt wegging mit Neumann nach Hamburg, habe ich eine ziemliche Karriere gemacht. Ich habe ja hier in Frankfurt eigentlich meine Karriere mehr oder weniger sozusagen richtig angefangen und habe dann auch selber sehr viel zu tun gehabt. Und auch mit meinem Mann, der ja auch Filmemacher ist, und wir haben auch andere Projekte gemacht. Ich war eben mit Otto Mühl, mit anderen Künstlern haben wir. Und das war dann alles für mich wichtiger, weil es hatte so eine gewisse Radikalität gehabt, die ich bei Steve so nicht gefunden habe. Aber wir haben uns immer wieder getroffen. Ich mochte ihn auch immer gerne. Ich fühlte mich immer angezogen von ihm, bis zu seinem Tod eigentlich. Und deshalb habe ich immer wieder, ich habe auch andere Frauen zu ihm gebracht und habe dann immer mal eine Woche bei ihm gewohnt und nachts um 4 haben wir angefangen zu drehen. Es war immer irgendwie todmüde, fing man an, mit ihm irgendwie zu arbeiten. Oder man musste ihn mit einem Kran in das Bad hieven, weil sonst keiner da das wollte, dass er also nach einer Woche endlich mal wieder gebadet wurde. Es war immer unheimlich schwierig. Aber der Kontakt zwischen ihm und mir ist nie abgebrochen. Eigentlich nicht wirklich. Nur ich weiß nicht warum. Also ich hatte auch nicht so viel Zeit, Filme zu machen. Mhm. Ich war ja beim Ballett, ich musste ja irgendwie meine Arbeit da machen. Und ich habe aber immer das versucht, immer einzuschreiben. Mir macht es auch nichts aus, dass ich da keine großen Rollen mehr hatte. Das macht mir gar nichts. Es gibt schon Fragen aus dem Publikum. Okay, jetzt. Ja, mich würde interessieren, speziell nochmal die Beziehung zwischen diesen zwei Frauen in The Sun and the Moon. Also ich habe mir so einen Reim draus gemacht für mich persönlich, aber mich würde trotzdem nochmal interessieren, was sie oder was du dazu sagst und denkst. Also ich kann wenig dazu sagen, ganz ehrlich. Ich habe mich unheimlich bemüht, die Helga dahin zu bringen und Heber und ich denke mal, meine Figur war eben diejenige, die einfach die Situation
ich weiß gar nicht, ob ich die, ich habe mich nie so richtig gefunden in dem Film. Ich habe immer gedacht, ich war einfach die Vergewisserung für Helga, dass sie das machen kann. Dann hat beiläufig haben sich diese Szenen eingestellt, die natürlich, weil ich ihn sehr gemocht habe und immer gemerkt habe, wie weniger er wurde. Und diese Liebe und diese Verzweiflung, die ich immer in mir hatte, die sieht man da. Aber mehr ist da nicht für mich. Also ich weiß nicht, er hat es vielleicht anders inszeniert, aber ich selber habe einfach nur pragmatisch gesehen, dass ich diese Frau ihm zubringen wollte und auch immer dabei sein musste. Und vielleicht hat er da einfach eine Inszenierung dann geschafft, dass diese andere Frau eben auch noch da ist, die Situation etwas anders sieht und beleuchtet. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich habe mich nicht unbedingt gefragt, was ich da eigentlich jetzt soll. Das ist eigentlich alles. Es war immer so, dass man wurde immer, man musste immer irgendwas machen, was man gar nicht wollte. Man wusste überhaupt gar nicht, was man machen sollte. Manchmal haben wir angefangen, um 2 zu drinnen, hat er so eine Art Fundus mit Kleider, sagte, hol dir irgendwas und dann wollen wir mal sehen. Und dann habe ich mich immer geärgert, dass es in seinem Haus immer die Treppen rauf und runter, das ist in vielen Filmen so, immer die Treppen rauf und runter geht und einige gehen immer durch die Türen hin und rein. Und ich fand es immer so langweilig. Und ich habe gedacht, was mache ich denn jetzt bloß? Und man war auch immer todmüde und er wollte immer irgendwas. Und er wusste natürlich auch, dass er einen irgendwie brechen musste, bevor man irgendwie sich da in eine Situation begibt, die man nicht kennt. Das musste ja sein. Man musste sich irgendwie unwohl fühlen, um irgendwas zu erfinden. Und da war ein Meister drin. Das war sehr anstrengend. Deshalb hat man auch nicht so reflektiert, warum man jetzt eigentlich was gemacht hat. Man war immer froh, wenn man irgendwas gemacht hatte, was ihm gefiel. Das war nicht einfach. Und du redest so viel von sozusagen diese Ermüderung. Du hast gesagt, der Trixie hat 8 Stunden gedauert. Wann habt ihr überhaupt angefangen zu drehen? Also war es ein Tag mit Pausen oder habt ihr... Wir haben, glaube ich, überhaupt. Ich weiß es nicht mehr, das kann ich eben nicht mehr sagen. Ich glaube, wir haben kaum Pausen gemacht. Da gab es auch nichts zu essen und so. Es war auch niemand da, außer ihm und mir. Das ging einfach immer weiter. Das war dann auch so, lag in der Natur der Sache, dass es irgendwie. Es war wie so in einem Schwung. Also, das sieht man auch ein bisschen. Es ist auch nicht gestellt. Das ist einfach so. Und ich war ja jung und ich hatte Kraft und er war dann ja irgendwann am Boden, er konnte auch nicht mehr hochkommen. Dann lief das so. Ja, ich weiß nicht, was in ihm vorgeht. Ich war einfach total glücklich und habe mich angestrengt, ne? Also, ja. Ja. Das merkt man, dass du dich angestrengt hast dafür. Klar, das ist ja. Ist klar, solche Leute wollen ja was von einem. Die sind ja nicht immer nur nett, selbst wenn man sich verliebt. Die wollen ja ein Resultat. Und das wusste ich auch. Und das ist auch wichtig, finde ich. Es war ja irgendwie professionell. Ich war ja auch eine professionelle Tänzerin. Ich wusste ja, dass irgendwas von mir verlangt wurde. Also das habe ich dann angefangen und dann hat sich das verselbstständigt nachher. Aber es war bei ihm immer so. Es haben auch andere gesagt, dass er immer irgendwas erwartet hat von einem. Und man wusste immer überhaupt gar nicht was. Und irgendwann musste man dann irgendwas erfinden. Und das war dann eigentlich fast immer ganz richtig. Für ihn jedenfalls immer richtig. Ja, man sieht manche in anderen Filmen Schauspielern, die dann ein bisschen weniger inspiriert sind als du bei Trixie. Ja, finde ich schon. Ja, vielen Dank. Sie haben beschrieben, dass Sie eigentlich während dem Drehen nicht so richtig eine Ahnung hatten, was der Regisseur von Ihnen wollte, was Troskin wollte. Jetzt sitzen wir hier Freitagabend im Filmmuseum, sehen Sie auf der großen Leinwand ein paar Jahre später. Hatten Sie denn während des Drehs eine Vorstellung einer Zuschauerin oder eines Nein, Zuschauers? überhaupt nicht, nee. Obwohl ich natürlich Performerin war, also ich war ja ausgebildet, irgendwas zu tun für andere, aber unbewusst. Ich denke mal, unbewusst habe ich schon gewusst, dass da einer ist, der das wird irgendwie auf, irgendwas wird festgehalten. Ich denke schon. Also ganz uneigennützig ist man da nicht mehr. Das ist ja auch okay. Also ein gewisses Ritual hat man dann schon. Aber es war einfach dann nachher alles aufgelöst. So wie es auch aussieht mit der Kamera, war es wirklich aufgelöst. Diese Sache hat sich dann verselbstständigt. Was im besten Sinne ja eigentlich immer passieren muss, dass man gewisse Regeln einhält und dann auf einmal wird es alles ganz anders, wie man denkt. Und das ist in diesem Falle auch passiert. Muss auch passieren, finde ich. Also nicht immer so wie da, aber eigentlich muss es immer passieren. Es gibt ja heute viele Strukturen, auch ich weiß nicht, im Schauspiel und im Tanz gibt es auch, dass jemand sagt, mach mal was. Die Regisseure sitzen eigentlich immer vor einem und sagen, kannst du dir vorstellen, was irgendwie Haut sich anfühlt oder so, mach mal was. Und dann macht man was und dann sagen sie, nee, mach noch mal anders, also mehr so wie Baumwolle oder so.
Und dann irgendwann wird das aufgeschrieben und dann wird das zum Stück. Pina Bausch hat auch viel so gearbeitet. Also man, das ist heute, ist das viel öfter so, dass man in Situationen kommt, wo man, auch John Cage hat das auch gemacht und Merce Cunningham, die haben auch einen in Situationen gebracht, wo man dachte, da geht gar nichts mehr. Und aus dieser Not heraus hat man Dinge erfunden, weil man einfach nichts machen konnte, was man im Fundus schon hatte im Kopf. Man musste sich wirklich neu orientieren und der Steve war auch so jemand. Man musste sich irgendwie neu finden, um überhaupt irgendwie, man konnte nicht aus dem Fundus, also aus Sachen, John Cage hat immer gesagt, don't improvise, invent. Und das ist genau der Unterschied. Und bei Steve war es auch so, man konnte nicht improvisieren, weil er das sofort gemerkt hat, wenn man so aus dem Fundus, er wollte immer, dass man sich in eine Situation begibt, aus der man ziemlich auswegslos wieder rauskam. Und dann hat man irgendetwas erfunden oder man hat sich dagegen gesetzt oder so. Und das ist schon ziemlich gut als Regisseur, finde ich. Das habe ich damals noch nicht so empfunden. Da habe ich nur gedacht, oh Gott, wie ist das bloß schwierig. Aber heute machen das viele. Ja, ist so. Ach so, ja. Ja, guten Abend. Wir diskutieren hier und ich bin fast etwas geniert, eine Frage zu stellen oder vielleicht sogar zwei, weil nichtverbale Kommunikation ja doch sehr wichtig scheint bei diesen ganzen Sachen. Eine Frage, die ich mir stelle, ist, ob Sie denken, dass man ergänzend zu dem Zitat, was gebracht wurde am Anfang von Tosken bezüglich seiner Beziehung zur Kamera, und ob man da ergänzend was sagen kann, was Sie sagen würden, wenn ja, mit Ihren eigenen Worten. Das heißt, auch wenn Sie an andere Filme denken und an Erfahrungen, die Sie gemacht haben als Darstellerin, in anderen Filmen vielleicht auch Sachen, die man hier in diesen beiden Filmen nicht gesehen hat. Und die zweite Frage ist, inwieweit ist das vielleicht nicht nur eine Beziehung zu dritt, der Darsteller, der Kameramann und die Kamera, sondern vielleicht auch zu viert. Und inwieweit ist es eher zu dritt wie im ersten Film? Ich habe den Eindruck, den hat er fast gedreht für sich, ohne an die Zuschauer zu denken, während der zweite Film sehr viel deutlicher, fast voyeuristisch zum Teil, vielleicht zu viel, so ein bisschen habe ich gespürt, vielleicht ist auch sehr, sehr objektiv. Was eher eine, also wenn Sie alle Filme, an alle Filme denken, die Sie von ihm, wo Sie mitgespielt haben, inwieweit war das wichtig für ihn? Danke. Was war wichtig? Sag doch mal. Zu dritt oder zu viert? Ach so. Also ich, bei dem Trixie-Film war es eigentlich nur zu zweit. Die Kamera war ja sein Auge. Das sollte ich noch sagen, weil bei dem Trixie-Film ist es so, es war eigentlich ein Film, der wirklich nur zu zweit gemacht wurde, weil, naja, aber das war einfach nur die Verlängerung seines Auges. Es war, man könnte sagen, es war vielleicht irgendwie so ein Zwischending, aber es war keine dritte Person, weil er hat die ja benutzt. Also er hat sie wirklich, also da würde ich sagen, das waren nur zwei. Aber bei seinen anderen Filmen, also in dem, witzigerweise, im Sun in the Moon habe ich nie, ich habe auch die Helga noch mal gefragt, sie hat noch nicht zurückgemeldet, ob da eigentlich Leute gefilmt haben. Und ich habe, vielleicht war ich nicht überall dabei, weil ich kenne ja die Tatja, die da mit der gefilmt hat, und auch, ich kenne seine, die Leute, die waren einfach bei meinen Szenen nicht dabei. Aber der Film ist natürlich schon ein bisschen eigenartig, weil es sich sehr um ihn dreht. Man muss aber auch verstehen, dass ein Mensch, der so eine Behinderung hat und sein ganzes Leben gekämpft hat mit dieser Mann, der ja war wirklich ein unglaublich toller Mann und immer mit diesen Schlackerbeinen und überhaupt keine, dass er natürlich da dieses Film Die Schöne und der Biest machen musste, das ist irgendwie auch irgendwie verständlich. Also es ist ein bisschen voyeuristisch, aber das muss man ihm verzeihen, finde ich. Ich habe auch immer heute gedacht, oh Gott. Aber irgendwie muss man ihm das verzeihen, weil das war so ein schweres Leben. Er hat ja auch schon in der eisernen Lunge gelegen als junger Mann mit 9 Jahren. Also die Lunge hat nie richtig funktioniert. Er hat eigentlich sein Leben lang gekämpft. Und ich denke mal, dann kann er ruhig so lange in der Ecke hocken und schnaufen und gucken und man selber gucken. Man guckt sich das an. Aber ich habe eigentlich nie erlebt, ich habe selten erlebt, dass da noch jemand dazwischen war, weil in den anderen Filmen auch, wo ich mitgewirkt habe, war eigentlich immer nur er der Kameramann. Wir hatten eigentlich immer nie jemand anders. Ich habe noch nie erlebt, und auch in Sun in the Moon war ich nicht dabei, ich kann es gar nicht verstehen,
wo die anderen gefilmt haben. Die haben aber gefilmt. Das heißt, ich kann nur sagen, ich habe immer direkt mit ihm gefilmt. Ich habe nie mit anderen, mit seinen Schülern oder mit den Leuten, mit denen er gefilmt hat, habe ich nie gearbeitet. Ich weiß nicht, bei Behindert ist es auch nur immer der Steve, ne? Ja, und Carola auch. Hat gefilmt? Ja. Ach so, ja klar, für die, ja. Also es ist alles, es waren immer nur zwei. Und was hat er denn am Anfang gesagt? Ja, das Zitat. Kannst du das auswendig? Nee. Ich habe. Also es geht schon um die Verlängerung seines Auges halt durch die Kamera. Das geht schon, der Rest weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Was mich interessieren würde, ist von Ihnen zu wissen, was nach Ihrem Erleben her die Kamera für ihn bedeutet hat. Ich meine, er hat das Zitat ist ja von ihm und das, ich möchte, also mich interessiert. Ich kann es auch wiederholen, das Zitat. Nee, das ist für schon mich richtig. Die Kamera hat für ihn bedeutet, er wollte eben, dass der Zuschauer in einer, nicht passiv, sondern in einer aktiven Form an dem Film teilnimmt. Er wollte immer, dass der Zuschauer im Geschehen ist, nicht beobachtend. Das hat er mir immer wieder gesagt und das ist auch bei fast allen seinen Filmen, außer in diesem Film, so, dass man als Zuschauer betroffener ist, mehr oder weniger. Also das weiß ich ganz sicher. Also die Kamera war immer der Zuschauer. Also ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber es war so gedacht, dass man eben nicht objektiv urteilen kann, sondern dass man in der Mitte des Geschehens irgendwie steht. Und jetzt, dass wir halt viel über Kamera geredet haben, also bei Trixie hat man gemerkt, wie die Kameraperspektive sich die ganze Zeit geändert hat. Du sagst auch, dass er irgendwann auch am Boden ist. Ja. Wie hat sich halt das verändert sozusagen? Also ich gehe davon aus, dass er halt stehend angefangen hat und dass er wahrscheinlich irgendwie immer weiter runterging. Und man merkt auch bei Durskin, man muss sich, also so sehr ich es mir vorstelle, ist es halt so, dass er halt mit den Krücken steht und halt die Kamera hält. Und deswegen ist er eigentlich sehr, sehr viel, sozusagen also immer sozusagen eine Unruhe in den Bildern und das sieht man auch in Trixie. Kannst du da vielleicht noch etwas ergänzen? Ich kann sehr wenig dazu sagen, aber er ist natürlich schon durch seine Behinderung, hat er eine ganz bestimmte Kameraführung. Ist ganz klar, weil ich meine, aber er ist ein Genie. Er ist ja im Koreakrieg im Krankenhaus gewesen mit seiner Kinderlähmung und hat von mir erzählt, dass er von den Soldaten da unheimlich viel gelernt hat. Also er konnte mit den Krücken umgehen, wie verrückt. Er konnte auch sich knien. Er hat also eine wahnsinnig tolle Art gehabt, mit den Krücken umzugehen. Das war also, wir haben einmal im Aberton sind wir nach Hause gegangen in Hamburg und hinterher hat mich ein Mann angegriffen. Da hat er mit seiner Krücke einmal hat er um sich gedreht und den Mann niedergemäht. Also er war auch sehr gut im Behandeln seiner Krücke. Er konnte sich natürlich runtergehen und hochgehen. Es war nur immer ein bisschen umständlich. Ich habe das gar nicht so gemerkt bei dem Film. Ich war auch so befangen. Ich hatte sowas ja noch nie gesehen. Und irgendwie war ich auch mit mir beschäftigt, weil ich immer dachte, irgendwie muss ich auch was muss ja irgendwie gehen. Gibt es noch eine letzte Frage? Nee, gut, dann, jetzt ist mir eigentlich sehr viel über Durskin, über seinen Körper, über die Krücken und über den ganzen Rest, dann würde ich Sie eigentlich sehr herzlich einladen, den Behindert zu sehen, weil da werden Sie noch viel mehr über ihn, auch viel jünger lernen, also kennenlernen und auch seine Beziehung zur Carola Renier. Also viel von was Trixie erzählt hat, wird halt auch in Behindert ein bisschen verständlicher gemacht. Und bis dahin wünsche ich Ihnen dann eine schöne Rückfahrt und bis morgen vielleicht und schönen Abend noch.